Hi, ho, meine lieben Freunde. Willkommen bei einem neuen Projekt. Es ist mal so ein Zwischenprojekt, was ich mal zwischengeschmissen habe, weil, ja, weil ich einfach mal kann. Nein, ich wurde zur Closed Beta mal eingeladen hier für. Das Game heißt Quantum Rush. Es ist ein reines Rennspiel. Ja, ich kenne es auch noch nicht richtig lange. Ich habe es gerade mal, weiß ich, zweimal ausprobiert, ein paar Rennstrecken. Ich bin leider überhaupt nicht gut drin, ja, Freunde, also wundert euch nicht. Ab heute, oder ich weiß nicht, ab gestern schon oder ab heute, wo ich das spiele, gibt es jetzt endlich auch bei den normalen Rennstrecken NPCs. Also man muss nicht nur auf normale Spieler warten, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich da mal online war, gab es natürlich kein Schwein, weil es eine Closed Beta ist. Ja, ja, deswegen musste ich halt nur Training spielen. Was gibt es? Also wir haben hier drei Renner. Das ist bloß eine Sorte. Die gibt es halt in verschiedenen, kann man aufwerten. Das ist die andere Firma, Ion. Die spiele ich hauptsächlich gerne zurzeit, weil sie irgendwie die schnellste bisher, glaube ich, ist. Ja, und dann noch die hier. Es geht halt auch darum, dass man hier mit Waffen benutzen kann, futuristisch. Darauf stehe ich halt, ja, das passt ja ganz gut. Und deswegen bin ich auch ganz fröhlich, ganz glücklich, dass mich die Firma dazu eine Closed Beta eingeladen hat. Und von daher gesagt, was brauche ich denn dafür? Bin ich jetzt mal richtig? Warte mal. Nein, ich will die hier. Entschuldigung, geht schon wieder los. ich habe doch den 1er, oder? Im Besitz, genau, gesperrt. Ich möchte... Ach so, ich kann den noch aufwerten. Ach so. Mhm. Oh Mann. Erforschen, wir brauchen 3000... Habe ich, geil. Machen wir mal, ich glaube, das sind die Schilde. Ja, machen wir. Mein Gott. Oh, es geht aber schnell. Ja. Ich werde auch gleich mal, um das hier nicht weiter in der Länge zu ziehen. Was ist das hier? Okay. Um das nicht weiter in der Länge zu ziehen. Ich muss, wie gesagt, ich muss mich erst umschauen. Wahrscheinlich kann ich mir auch hier Racer kaufen. Der ist ausgewählt, wie gesagt. Ja, kann man Motor kaufen. Er kann hier alles angucken, wie die Werte sind. Ah, ist klar. Das ist der 1er. Für 3. Muss ich davon mehrere haben? Sollte ich davon mehrere haben? Ich glaube schon. Können wir mal kurz gucken, wie viele überhaupt online sind. Machen wir es mal einfach. Ich kann hier irgendwie noch nicht. Okay, ist auch... Ah. Ach, guck den an, hier. Hey, was ist mit Motor? Was kostet denn der? Könnte ich mir schon kaufen. Machen wir mal. Entschuldigung, mein Gott. Jetzt ist aber gut hier mit Husten. Keine Ahnung, was ich da jetzt alles gemacht habe. Ist auch wurscht. Und mir Motor gekauft. Oh, ignoriert die Klinge im Hintergrund. Ich kaufe mir nochmal einen Gleiter. Ich weiß nicht, ob man davon mehr braucht. Ach, das ist wieder eine andere Währung. Ups. Hä? Nee. Ach doch. Lass mal. Ich würde sagen, wir machen ein Rennen wieder. Erstmal möchte ich nur ein Speed Race machen. Wir gehen mal auf Zufall. weil das andere ist mit... Oh Gott, jetzt müssen wir leider ein paar Sekunden warten. Scheiße, ich habe keine Uhr gestellt.
Ich stelle jetzt einfach eine und schätze, dass ich schon jetzt in knapp 4 Minuten aufgenommen habe. Ja. Also wie gesagt, das ist hier, es gibt Speed Race, das ist ohne Waffen, ja. Das möchte ich erstmal machen. Dann gibt es das normale Death Race. Und dann gibt es irgendwo Arena. Und was ihr hier seht zum Beispiel, die hier NPC 1, NPC 2 und 0 und 3. Das ist neu, das war letztes Mal noch nicht gewesen. Ist auch ganz gut so, weil sonst könnte ich hier keine normalen Matches machen und könnte mir keine Punkte verdienen. Also ist das eine Closed Beta? Wie soll ich denn bitte schon eine Closed Beta testen? Ja, so nach Motto. Ich hoffe, das kratzt mir jetzt nicht nochmal ab, das Game, weil in den letzten Rennen ist es mir abgekratzt. Nach den letzten Rennen. Ja, ist halt eben noch Beta. Von daher müssen wir mal gucken. Ich spiele es übrigens mit Controller, mit den 360 Xbox Controller. Finde ich, ist der beste Controller für den PC, den es gibt. So meiner Meinung nach. Ich hatte schon viele ausprobiert und alle waren scheiße ohne Ende. Aber der ist wirklich gut. So. Vor allem nach den Countdown warten wir nochmal weitere 30 Sekunden. Na klar, machen wir, wenn wir schon so lange warten. Oh Mann, ey. Also ich werde jetzt erstmal nur ein paar Parts machen, wie gesagt, weil es sind hauptsächlich Rennen. Es gibt nicht viele Maps, die werde ich euch wahrscheinlich alle zeigen. Komischerweise, das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt hierfür nur, also wenn man jetzt normale Rennen macht, gibt es nur Flughafen und Küste. Wenn man Training macht, gibt es komischerweise mehr. Vielleicht sind die neu zugekommen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, lange spiele ich es auch noch nicht. Ich spiele es gerade mal zum zweiten Tag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Potenzial. Ja, es ist ein geiles Game. Ist nicht schlecht. Ist jetzt nicht so ein Game, was ich was ich jetzt immer dauerhaft spielen würde und total suchten könnte danach und so. Das ist ja nicht so ist das meiner? Nee, wollte ich sagen. Und ich weiß leider nicht. Oh, scheiße, ich hab nicht. Na egal. Oh, die sind aber schnell. Oh, jetzt bin ich auf die Verlangsamungsplattform gekommen. Oh, shit. Ich sag ja, Freunde, ich bin nicht gut. Habt ihr Bahn. Oh, ich hab zunächst noch den Booster bekommen. Oh. Und diese Map ist umgedreht. Oh Gott. Oh, ich brenn schon. Ach, geht ja gut los. ja. Den Booster müsste man erwischen. Sonst ist man für ein Ass. Oh, was? Die Kante habe ich nicht kommen sehen. Keine Ahnung, was diese roten Plattformen machen. Wow! Was war das? Und diese Map kam mir, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen bekannt vor aus Star Wars, Pod Racer. Aber vielleicht, nur weil es eine Wüstenmap ist. Wäre aber cool, wenn die Entwickler sowas einfügen würden. Ich glaube, diese... Ach, weiß ich gar nicht, was diese Plattformen machen. Ah, jetzt bin ich schon wieder über diese Verlangsamungsplattformen gekommen. Treffe ich auch mal irgendwie auf einen der Gegner? Irgendwie sind das ja alle schon Pros, oder was? Oh Gott, ich habe keine Schilde mehr, wa? Oh, ich brenne schon wieder. Oh, shit! Das war's schon. Es duckt, es ist irgendwie, sieht es noch ein bisschen komisch aus, wenn man seine... Alter, das ist auch noch nicht ganz cool geregelt. Wenn man verreckt, dann stackt man so komisch rum. Das kann vielleicht aber auch an der Verbindungszeit liegen, ich weiß nicht. Die grünen Pfeile sind halt logischerweise Booster. Was macht das hier eigentlich? Das lädt vielleicht was. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh, ich bin Vorletzter. Cool. Ich bin gar nicht Letzter, Freunde. Alter, aber wie schnell die sind, oder? Ach, der eine hängt noch, oder was? Oh, jetzt. Den habe ich irgendwo, glaube ich, in der Wand gesehen. Da sind wir kurzzeitig schnell vorbeigezischt. Naja. Was haben wir jetzt gespielt? Wir haben jetzt die nicht... Jetzt spielen wir danach mal. Vierter Platz. Yeah. Ah, guck mal, wir kriegen gut Punkte. Also, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Naja. Ich weiß jetzt nur nicht... Oh Gott, jetzt... Hier ist das letzte Mal abgestürzt. Okay, gut. Wie gesagt, Training, Death Race machen wir auch noch.
Aber erstmal wollte ich nochmal kurz zu den Leitern gehen. Ach, guck mal, ich kann den färben. Ich wollte nochmal gucken, habe ich den Motor noch? Ja. Was brauche ich dafür? Ach, der ist gesperrt. Ach, alles klar. Wie kann ich denn den neuen Gleiter freispielen? Das verstehe ich noch nicht. Kann ich den Namen geben? Nö. Ja. Ist aber, das ist auch übelst langsam, oder? Gucken wir mal. Ach nein, ob ich doch... Hab ich den? Oh, bin ich schlecht? Oh, kann ich das wieder rückgängig machen? Nein, 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 verdammt. Ich sehe gerade, ich habe die falsche Sache... Ach mein Gott. Ich habe die falsche Sache geupgradet, oder? Hier. Nee, ist alles in Ordnung. Nee. Oder? Ach doch, erforschen kann ich ja. Machen wir mal, wie viel habe ich? Ich habe... Ja, aktueller Stand ist natürlich gut, oder? Natürlich nicht. Ja, mein Gott, da müsste ich ein paar Runden noch spielen. Und wie kann ich mir den Leiter freispielen? Ja, mein Gott, das kann ich mir irgendwann mal selbst beibringen. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Weiteres Spiel. Eins will ich noch reinklatschen. Und dann... Das cutte ich aber jetzt mal raus, die Wartesequenz, weil das ist echt schon ass sonst. Flughafen, wa? Genau, Flughafen. Bis gleich. So, den Timer abgekürzt und es geht gleich los. Ich muss noch dazu sagen, dass ich diese Maps hauptsächlich blind spiele, ja. Also, ich habe sie schon mal gespielt, aber teilweise auf den Trainingsgelände sind sie, wir spielen das jetzt immer von, wie soll ich sagen, umgedreht, ja. Also, die spielen sie nicht die normale Rennstrecke, sondern die umgedrehte Version davon. Und deswegen, die kenne ich jetzt immer alle noch nicht und deswegen stelle ich mir auch noch teilweise ziemlich blöd an. Und, naja. 3, 2, 1, go! Okay. Die habe ich schon einmal gespielt. Die ist, finde ich, eigentlich auch gar nicht so schwer. Oh Gott! Ah, nein, verdammt, ich habe den Punkt verpasst. Aber den hier kann ich nicht verpassen. Doch, habe ich auch schon geschafft. Oh, scheiße. Gib mir was. Okay, na gut, die kann ich definitiv nicht verpassen, weil wenn, dann habe ich einen Scheiß. Ja, mein Gleiter ist auch noch ziemlich langsam. Verdammt, Mann. Oh nein! Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Oh, ich bin auf die verfickte Verlangsamungsplattform schon wieder gekommen. Nein, nein, wieso konnte ich... Ach, guckt mal einander, ist links eine Abkürzung. Das wusste ich noch nicht. Na, seht ihr? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, du Asshole! Toll! Oh, das war auch für'n Arsch. Ich weiß nicht, wenn ich den Booster benutze, kann es sein, dass ich dadurch irgendwie meine Schilde verliere? Das kann natürlich durchaus möglich sein. Oder... Oh, hallo! Ich kann manchmal gar nichts gegen machen. Verliere trotzdem irgendwie immer... Ramme trotzdem... Oh Gott! Das war jetzt unerwartet. Oh, ich bin schon wieder. Und ramm gleich jemanden wahrscheinlich. Nein! Aber ich ramm trotzdem gleich jemanden. Oh Gott, oh Gott! Keine Achso, hier kann ich gegen rammeln. Ah, verdammt! Das Problem ist... Dass ich definitiv gleich... Oh, immer das gleiche, weil ich die Innenbahn nutzen will. Oh Gott, ich will jetzt zwar testen, wo die lang fahren. Ah. Boah, scheiße.
Oh Gott. Ich hatte Schilde. Ach, ich weiß von... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kurve. Aber ich bin Vierter, weil der eine festhängt. Toll. Das ist ja sowas Tolles. Wow. Okay. Oh mein Gott, vor der... Das ist nicht wahr. Oh Gott. Freunde. Es ist schlecht. Ich bin so schlecht. Okay. Aber ich war schon mal besser, oder? Also, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Ja, wie gesagt, ich kenne die Bahn halt nicht. Also, schade. Ich weiß nicht, die kann man leider auch nicht umdrehen oder sowas. Ich habe nur diese zwei Sachen, ne? Naja, gut. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ja, genau. Und da machen wir dann noch die... Mal schnell raus hier. Ja, ich bin mir sicher. Death Race machen wir noch als nächstes, denn noch Time ist es, wie gesagt, die gleichen Maps, aber ich will euch die Waffen zeigen. Ach, ja, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Part. Ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.